Christian fragt PietSmiet: Würdet ihr gerne einen eigenen offiziellen PietSmiet Adventskalender verkaufen? Und was würdet ihr dann in die Türchen reinpacken? Habt ihr noch nie drüber nachgedacht, aber so ein offizieller PietSmiet Adventskalender wäre bestimmt sau cool. Und ich würde sagen, so die meisten kommen so standardgemäß Süßigkeiten. Für so ein paar Fächer würde ich mir was Cooles überlegen. Ich finde nicht, dass man, also außer du machst jetzt so einen 500-Euro-Kalender, dass jede Tür was Geiles ist, aber eher so jeden Tag so einen kleinen Snack. Und dann zum Beispiel zu Nikolaus gibt es dann was Geiles. Zum Beispiel von den übrig gebliebenen PietSmiet-Kopfkissen aus der ersten Edition, davon dann eins oder so. Das haben wir einige Jahre ja so ähnlich über die Webseite gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das dieses Jahr ist. Das ist ja noch ein bisschen zeitig, müssen wir mal nachfragen. Dass wir über die Webseite halt jeden Tag dann über die über diverse Firmen, die wir dann angefragt haben, so, hey, habt ihr irgendwie Bock, da was zu stellen, dass wir darüber Sachen verlost haben oder selber Sachen verlost haben, wobei ich jetzt keine Sachen mehr habe, die ich abgeben möchte, weil ich ausgemistet habe. Aber so einen eigenen Kalender, also wenn wir jetzt über diese Schokokalender reden, die sind ganz nett, aber mehr auch nicht. Ne, weil wenn wir mal ehrlich sind, die Schokolade, die da drin ist, die ist nix, meistens. Und ansonsten müssten wir den Kalender, also ich würde auch gerne andere Sachen reinpacken, aber dann würde der Kalender halt kräftig teurer werden. Egal, ob das jetzt Sachen sind irgendwie fürs Gaming oder aus dem Shop oder so. Ja, ich glaube, da bleiben wir bei der Webseitenversion, denn dann ist das für die Leute auch günstiger. Man kann allerdings dann nichts kaufen, nicht jeder kriegt dann was. Aber trotzdem freuen sich dann einige hoffentlich umso mehr. Aber ich frag mal. Keine Ahnung, so kleine Extras. Weiß ich nicht, jetzt bei mir zum Beispiel einen kleinen Salzstreuer. Oder sonst halt irgendwelche kleinen Gimmicks, Insider-Witze. Irgendwie sowas. Was ich ja immer toll fand, was Hanni eine ganze Zeit lang für mich gemacht hat, ist so Adventskalender selber basteln und dafür ein größeres Lego-Teil kaufen und dann die Einzelteile in 24 Säckchen verpacken und mir dann immer die Seiten rauszureißen oder rauszuschneiden und dann dazuzulegen von der Anleitung. So dass man über die 24 Tage immer so ein kleines bisschen was zu tun hat und weiterbauen kann und am Ende das große tolle Endergebnis hat. Und sowas könnte ich mir als PietSmiet vorstellen, natürlich dann nicht mit Lego, sondern Klemmbausteine vielleicht, um dann am Ende einen größeren PietSmiet-Controller als Objekt zu haben. Das könnte ganz cool sein. Ja, ganz klassisch und natürlich Nougat-Schnitten. Ja, also Nougat-Schnitten, so diese grünen Kröten von Haribo. Ja. Kleine Mini-PietSmiet-Controller aus Holz. Ja, natürlich einen fetten Rechner, ne? Also den Rechner, der tun wir auch da rein, einen Adventskalender. Wird dann vielleicht ein bisschen teuer, aber hey, dann lohnt sich der Adventskalender wenigstens.